Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und den evolutionären Algorithmen. Heute geht es um die Ranking-Based Selection, die Tournament Selection. Wir fangen mit dem ersten an, nämlich die Ranking-Based Selection. Ich habe euch ja letztes Mal erklärt, wie die Fitness-Based Selection funktioniert. Im Prinzip ist das Schema dasselbe, nur dass ihr jetzt diese Wahrscheinlichkeit ein bisschen anders berechnet. Deswegen werden wir das heute jetzt mal auch machen, das ist die Fitness-Based Selection. Wir machen das Ganze jetzt mit der Ranking-Based Selection. Sekunde, New Line. Und ja, schreiben wir das gerade mal hin, Ranking-Based Selection. Okay, Ranking-Based Selection gibt es schon so ein bisschen an. Wir wollen jetzt, dass wir das Ganze einfach ranken. Also wir berechnen jetzt nicht mehr die Fitness, sondern wir berechnen den Rang. Es kann ja mal sein, dass wir haufenweise ziemlich gute Hypothesen haben oder haufenweise einfach nur total schlechte Hypothesen. Dann wollen wir immer noch, dass die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausgewählt werden, wir nachher irgendwie, ja, trotzdem ganz gute Wahrscheinlichkeiten haben. Und deswegen wollen wir dann, dass die beste gerankte Hypothese zum Beispiel relativ gut abschneidet und die anderen vielleicht nicht so gut. Okay, deswegen gibt es diese sogenannte Ranking-Based Selection und ja, im Prinzip berechnen wir hier auch wieder so eine Wahrscheinlichkeit. Die funktioniert ähnlich, nämlich G von R von X wird mir jetzt hier... Okay, ich habe jetzt das Ganze nochmal fertig geschrieben, das ist irgendwie nicht so wirklich möglich, das gleichzeitig zu tippen, das dauert einfach viel zu lange. Okay, also was wir hier haben, ist dieses Ranking und irgendeine Funktion g. Also dieses Ranking gibt mir an, r von x zum Beispiel, wenn es das Beste ist, was wir anzubieten haben, also zum Beispiel die beste Hypothese, die wir so finden, dann ist es r gleich 1 zum Beispiel. Also meine zweitbeste Hypothese ist dann 2 bei R von X. Also R gibt mir einfach den Rang innerhalb von allen Individuen an. So, und G ist jetzt eine sogenannte monoton fallende Funktion. Das heißt, wir haben folgendes Szenario. Zum Beispiel, ich schreibe jetzt einfach mal hinten dran, mit G von X. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ihr könnt da ruhig eine andere wählen. Aber es wäre es zum Beispiel möglich, ihr nehmt A hoch minus, ich nenne es jetzt, wir haben es x genannt, wobei x ist jetzt ein schlechter Name, ich nenne es b und meine Funktion hängt von b ab. Also b sei jetzt mal der Rang, dann haben wir g von b, also diese Funktion hier auf meinem Rang berechnet sich durch a, irgendeine Zahl a, zum Beispiel 5, also sucht euch einfach eine aus oder 42, ist egal, hoch minus diesem Rang. Das bedeutet, die wahrscheinlichsten sind die mit einem niedrigen Rang, also mit 1 oder 2, die sind sehr wahrscheinlich. Und die mit einem hohen Rang, zum Beispiel 1000, da steht dann a hoch minus 1000, also 1 durch 5 oder 1 durch 42 hoch 1000. Was sehr kleines ist. 1 durch 42 mal 42 und das 1000 mal, das ist sehr, sehr klein. Okay, und dadurch wird dann die Wahrscheinlichkeit entsprechend berechnet. Und ja, ihr habt eine höhere Wahrscheinlichkeit, wenn euer Rang innerhalb dieser wunderbaren Ordnung oder Ranks besser ist. So vergleicht ihr die ganzen Elemente oder Hypothesen untereinander auch so ein bisschen. Ziemlich cool eigentlich. So, das zweite, was ich euch heute noch zeigen möchte, ist die Tournament Selection. Das ist nochmal eine Alternative zur Fitness-Based und zur Ranking-Based Selection. Dabei geht es folgendermaßen, wir nehmen uns einfach immer zufällig zwei Individuen, ich gehe nochmal hier kurz zurück, wir nehmen uns zufällig zwei Individuen aus der Menge, die wir auswählen wollen, vergleichen diese beiden Individuen und wenn wir ein Individuum besser finden als das andere, zum Beispiel anhand von meiner Fitnessfunktion, dann, also normalerweise immer anhand von der Fitnessfunktion, das Ranking wird übrigens auch anhand von der Fitnessfunktion berechnet, wenn ich eins besser finde als das andere, zum Beispiel x ist besser als y, dann kriegt x eine höhere Bewertung als y, also zum Beispiel einfach 1 drauf addiert. Und dann vergleiche ich jedes Element mit jedem anderen Element und jedes Mal kriegt mein besseres Element plus 1 drauf addiert. Ja? Und dadurch kriege ich dann auch wieder so ein Ranking sozusagen, nur halt diesmal ein andersrumes Ranking. Also hohe Punktzahl gleich hoher Rang oder guter Rang und niedrige Punktzahl ist schlecht. Ja, und dann nehme ich einfach die K oder keine Ahnung, die Elemente für meine Population, die das höchste an Punkten haben. Also im Prinzip auch sowas ähnliches, nur dass ich halt hier bei der Tournament Selection
immer nur zwei Individuen miteinander vergleiche. Das heißt, auch die Schlechten bekommen ein paar Punkte. Und je nachdem, wie viele Schlechte es gibt, ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Die kann man dann auch noch ein bisschen zufällig gestalten. Das heißt, ihr müsst nicht alle mit allen vergleichen, sondern ihr könnt zum Beispiel einfach sagen, okay, ich vergleiche jetzt zufällig 100 Elemente, also ich vergleiche jedes Element zufällig mit 100 anderen. Und nach diesen 100 ist Schluss. Und dann kann es halt mal passieren, dass ein schlechtes Element nur mit schlechteren verglichen wurde, was dann wiederum gut ist. Das heißt, es wird reinsortiert. Und ein sehr starkes Element wird halt nur mit noch stärkeren verglichen. Und deswegen kommt es nicht in die Population rein. So Sachen können dabei passieren, aber das ist ja auch ganz gut, wenn man da ein bisschen Varianz drin hat und ein bisschen Zufall drin hat, damit man hier eben möglichst viele Möglichkeiten ausprobiert. Also wie gesagt, diese lokalen maximal los wird. So funktioniert im Prinzip das Ganze, was wir hier machen. Könnte jetzt ein bisschen als Overkill dastehen, dieses evolutionäre Lernen, aber es ist wirklich ziemlich geil, wenn man irgendwie ein Maximum finden möchte. Ein echtes Maximum, nicht ein lokales, sondern ein globales Maximum. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!